Ja, hier wird viel Holz gelagert. Schönes Holz am Schwarzwald. Riecht auch gut. Mich geht es jetzt wieder hier weiter nach Hutzenbach. Durch den Schotter jetzt. Eben war mal eine kurze, heftige Steigung. Die hat es in sich. Bin ich in Schwarzenberg. Ja, die Leute da drüben warten auf die S-Bahn. Geht durch Schönmünsach. Thank you.
der Murfkabel habe ich jetzt schon die ganze Zeit hier an den Bahngleisen und an der Burg entlang. Wirklich wunderbar zu fahren. Ja, der lustige Ziegenbock, der freut sich hier auch an der Murg, dem geht's gut, ja. So, jetzt habe ich mir mal einen schattigen Platz gesucht hier. Hier lässt sich es mal schön aushalten. Man kann hier eine kleine Pause mal machen. Der Radweg ist jetzt die ganze Zeit durch den Wald gegangen. Es kam lange Zeit kein Art. Hier sind jetzt mal ein paar Häuser. Wir sind so ungefähr 20 Meter über der Murg gefahren. Ich denke, der nächstgrößere Ort, wo jetzt kommt, wird Vorbach sein. Müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber wir werden sehen. Ihr habt es gesehen, wir sind jetzt in Vorbach. Ja, da geht es ins Kühle nass. Das würde ich jetzt auch gerne machen. Brand, auch ein schöner Name, ja. Ja,
Freunde, hier geht's schön runter. Das sieht jetzt mal gut durch, schon mal schön durch den Schatten. Ja, hier an der Kirche, da ist genau ein Kebab-Haus nebenan. Da habe ich mal mir eine Flasche Wasser und Mezzo-Mix geholt, dass ich meine Trinkflasche wieder auffüllen kann. Ja, langsam war mein Wasservorrat alle. Jetzt geht es mal weiter wieder. Das war übrigens, glaube ich, die Jesu-Kirche oder wie passt die irgendwie genau nebenan, Kebab-Haus. Okay. Bach noch 2 Kilometer. Ganz Bach, jawohl. Thank you.
Gönsbach. Jetzt geht's nach Gaggenau. Ich bin da vorbeigefahren eben, ich habe da irgendwas gesehen, hier einen Höhleneingang. Mal gucken, was es ist hier. Das Hilpertsloch. Aha. Wenn es interessiert, der kann es ja hier lesen nochmal. Kann auf Pause drücken und kann sich durchlesen. Ich muss jetzt jedenfalls weiter. Nochmal hier reinfilmen kurz vielleicht.
sind wir gerade in Rothenfels. So, nochmal ein Blick zurück auf den Schwarzwald. Und vor uns liegt die Rheinebene. Noch 9 Kilometer nach Rastatt. Die Richtung immer der Sonne entgegen. Die Brunnenstube vom Graf Wilhelm Wege. Ja, da will ich nicht wissen, wie es da drin aussieht. Das Unimog-Museum. Unimog-Restaurant ist auch dabei. Ich bin jetzt in Rastatt. Jetzt geht es nur noch nach Blittersdorf, heißt es, glaube ich. Ja, da ist die Mündung von der Murg. Ein Stückchen fahre ich jetzt noch hin. In Steinmauern habe ich mein Auto stehen. Es ist dann nicht mehr weit. So, wir haben es mal wieder geschafft. Hier kommt die Murg her. Ich schwenke jetzt mal rum. Da kommt jetzt gleich schon mal die Sonne. Hat uns den ganzen Tag schön begleitet. Und hier vorne fließt die Murg in den Rhein. Das war jetzt auch noch mal ein kleines Stück von Rastatt aus. So, das war also die Tour der Murg. Von mir aus, von der Quelle bis zur Mündung hier bei Blittersdorf. Wenn ihr die Tour auch mal nachfahren wollt, müsst ihr euch natürlich nicht die Mühe machen. Wenn ihr also mit Kindern fahrt, ist es am besten. Ihr fahrt mit dem Zug von Rastatt aus nach Baiersbronn und von Baiersbronn nach Rastatt auch wieder zurück. Ich meine, die Quelle ist jetzt auch nicht unbedingt so interessant. Dann wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr sie mal nachfahrt, die Tour. Ich mache mich jetzt langsam nach Hause. Es war genug. Es waren, glaube ich, über 110 Kilometer. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!